Ja, das Jahr 2013 bei den Grünen war sehr ereignisreich für mich, sicherlich geprägt durch die Bundestagskandidatur. Bei der Gelegenheit habe ich eine ganze Menge Menschen kennengelernt, bin über die Dörfer gereist, über die Stadtteile. Kommunalpolitisch habe ich ja sicherlich sehr positiv erlebt, dass gerade in diesem Jahr das Handlungskonzept Wohnen mit den Mehrheitsfraktionen gemeinsam beschlossen wurde. Wir haben ja, oder ich jetzt konkret auch im Arbeitskreis mit Traudl zusammen, im Arbeitskreis Wohnen, eigentlich diese Entscheidung mit vorbereitet. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Anfragen zu der Gesamtproblematik gestellt und letztlich waren wir auch sehr überrascht, dass so wenigstens die grobe Richtung, die wir in den letzten Jahren auch vorbereitet haben, sich dann endlich im Jahr 2013 durchgesetzt hat durch einen Ratsbeschluss. Ja, genau. Wir haben ziemlich gekämpft in den letzten Jahren und die Frau Strack-Zimmermann hat heute noch erwähnt, dass wir ja froh sind, dass wir gemeinsam mit den Grünen das Handlungskonzept Wohnen durchgesetzt haben, obwohl wir vor anderthalb Jahren noch von ihr angefeindet worden sind, wenn wir nur öffentlich geförderten Wohnungsbau oder auch preisgedämpften Wohnungsbau in den Mund genommen haben. So, ich bin jetzt seit November im Rat, überraschenderweise. Der Grund an sich war nicht so sehr schön, weil der Jens zurückgetreten ist. Nun ist es so, und obwohl ich auf Platz 19 der Liste stand, der Ratsliste, bin ich jetzt noch reingekommen und kann bis Mai noch das Geschehen im Rat verfolgen. Und ich freue mich auch darauf und mal sehen, wie es weitergeht.